Effects und meinen Tutorials. Wir gucken uns ein weiteres Tutorial, Quick Tutorial zum Thema Element 3D Version 2 an. Wir gucken uns an, wie man Schatten generiert. Na, das ist gar nicht so einfach. Man kann sich da leicht verrennen. So ist es mit mir passiert. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich drauf gekommen bin. Und ich habe natürlich kein Tutorial angeschaut, weil ich habe gesagt, ich mache das selbst. Also wenn man eine Farbfläche, Element, gehen in die Effekte, nehmen Video Copilot, Element, gehen ins Scene Setup, holen uns Primitives, und zwar eine Flatbox, und wir nehmen uns eine Roundbox. Ja, Roundbox, wieder in ein eigenes Feldchen rein, und dann machen wir mal die Flatbox, die Gruppe 2. So, dann Gruppe 1 brauchen wir jetzt erstmal nicht, Gruppe 2, Gruppe 1, Gruppe Partikel Look, so, das Ganze ein bisschen größer, nein, das ein bisschen kleiner machen. Und in der Gruppe 2, Partikel Replikator, Partikel Look, das Ganze ein bisschen größer. Und dann wieder runterziehen. Hoppala, das war der falsche Runterzieher. Wieso mache ich das eigentlich immer falsch? Ich weiß es nicht. Ja. So, das sind unsere beiden Teilchen. Jetzt nehmen wir noch eine Kamera, damit wir das ein bisschen drehen können. So, schaut schon besser aus. So, und jetzt wird es interessant. Ich habe ja bei Element hier dieses Scene Setup. Wenn ich da reingehe und zum Beispiel die Roundbox anklicke, dann habe ich also in dem unteren Bereich keine Möglichkeit, die Schatten einzustellen. Ich habe zwar den Reflect Mode, Surface Modus etc., aber wieso funktioniert das nicht? Ganz einfach, ich muss bei der Roundbox das Material anklicken und unten habe ich dann die Möglichkeit, Cast Shadow und Receive Shadow einzustellen. Muss man aufpassen, wenn man das deaktiviert hat. Es ist zwar defaultmäßig aktiviert, aber man muss ja auch wissen, wie schalte ich denn das jetzt aus. Ja? Genauso ist bei der Flatbox, ins Material reingehen und dann runter und dann kann man das Ganze da einstellen. So. Eingestellt ist es, aber man sieht hier nichts. Ja? Warum sieht man hier nichts? Weil, ganz einfach, ich brauche noch ein Licht. Das Licht definiere ich über mein Panel, ganz normal, wie ich es bei After Effects mal mache. Und jetzt wird es interessant, ich brauche unbedingt ein Spotlight. Ja? Kein Punktlicht, ja? Weil sonst funktioniert es schon gar überhaupt nicht. So, jetzt ziehen wir das Ganze mal hier hoch, dass wir also hier die Fläche haben und da halten wir dann unseren Schattenwurf. Jetzt gehen wir wieder in Element rein. Und gucken uns bei den Render-Settings Folgendes an. Wir haben ja hier Shadows, die müssen wir aktivieren, ja, weil sonst funktioniert gar nichts. Und dann haben wir also eigentlich schon ja, die halbe Miete des Ganzen geschafft. Jetzt können wir nämlich hier dann mit den Schatten arbeiten. Jetzt muss man das Ganze mal ein bisschen drehen, dass man also hier dann sehen würde, wie das funktioniert. Jetzt gehen wir nochmal in Scene Setup rein, gehen nochmal in die Presets, Materials, gehen wir in die physischen rein. Und setzen mal hier, hoppala, zwei physische Materialien drauf, Roundbox etc. Da, und jetzt sehen wir immer noch nichts. Warum sehen wir nichts? Ja, normalerweise hätten wir doch jetzt alles gemacht, was dazu notwendig ist, hier einen Schatten zu erzeugen. Aber wir haben noch eins vergessen. Und zwar, wenn man in den Render-Settings mal guckt, haben wir ja hier die Shadows. Die kann man ja alle Raytracen oder Shadow Mapping oder was auch immer machen. Aber es gibt natürlich hier noch was Interessantes. Und zwar bei den Lichtern gibt es ja immer die Möglichkeit, in den Lichtoptionen zu sagen, Cast, Shadow oder nicht. Ja, also wenn ich hier mal gucke, was sind wir denn hier? Lichtoptionen, Intensität, hier wirft Schatten, muss man einschalten. Ja. Und wenn man all das getan hat, dann hat man einen Schatten. Also es ist nicht ganz so einfach wie jetzt zum Beispiel bei anderen Dingen, aber man kann das Ganze schon lassen. So, und jetzt könnte man jetzt die Feinheiten machen, die weiche Schattenkante etc. kann ich auch mit dem Licht steuern. Schaut natürlich ein bisschen komisch aus, geht aber auch über die Einstellungen von Element 3D. So, und jetzt kann ich natürlich sagen, okay, eigentlich fällt mir die Box nicht. Ich nehme jetzt lieber etwas anderes, zum Beispiel ein Schachspiel, ja, ist vielleicht auch ganz nett. Und macht mal das hier in das hier und machen wir Chessboard Gruppe 3. Und packen das mit dazu. Ja. Und schon sehe ich also, habe ich also die Schatten ebenfalls vom Schachbrett mit den Figuren. Also eine tolle Geschichte, Schattenwurf jetzt auch bei Element 3D mit dabei. Man sieht sogar, dass also die Materialien auf sich selber Schatten werfen. Eine absolut tolle Geschichte. Schatten, Element 3D. Wenn man mal überlegt, was man hier mit After Effects rumeiern muss, mit diesem Raytracing, dass man Schatten hinbekommt und wie lange das rendert. Und jetzt guckt ihr euch mal an, wie flüssig das bei Element 3D funktioniert. Ha,
Hut ab. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, top, Andrew Kramer, Video Copilot, das habt ihr gut gemacht. Ciao, bis zum nächsten Mal.